vegan. 5 Fußballer, die tierische Produkte weglassen. Marco Seiler. Optisch ist der Ex-Darmstädter Avantgarde beim Vegan-Trend auch. Schon 2015 erzählte Marco Toni Seiler über seine Ernährung. Seine Frau lebte schon vegan, Seiler zog nach, ließ sich dabei ärztlich untersuchen. Mit professioneller Begleitung und Ergänzungsmitteln sei die vegane Ernährung auch für Profisportler gleichwertig. Seiler nahm 5 Kilo ab, wurde athletischer, aus der großen Bundesliga-Karriere wurde trotzdem nichts. Jermaine Defoe. Auch hier hat die Freundin Überzeugungsarbeit geleistet. Der ehemalige englische Nationalstürmer nennt als zusätzliche Motivation eine optimale Regeneration auch jenseits der 30. Der Verzicht, sagt er, fiele ihm nicht schwer, trotz ganz anderer familiärer Einflüsse. Wenn ich bei meiner Mutter esse, bringt sie alle möglichen Sorten Fleisch auf den Teller. Benedikt Hövedes. Der Ex-Schalker hat wegen seiner vielen Muskelverletzungen den Tipp bekommen, Milchprodukte wegzulassen. Nach weiteren Recherchen verzichtete er fortan auf alle tierischen Produkte und fühlte sich schnell, rundum leichter, war seltener verletzt. Und wie reagierte der Koch seines aktuellen Clubs Lok Moskau? Er war fassungslos. Chris Smalling. Seit gut einem Jahr ist der Verteidiger von Manchester United vegan, berichtet über Kraftzuwachs, gesündere Sehnen, schnellere Regeneration. Er weist gemeinsam mit der Tierschutzorganisation PETA auf miese Massentierhaltung hin und berichtet von einer Sojamilchbestellung in einem Hotel. Der Kellner schüttelte mit dem Kopf und meinte, wie willst du denn am Sonntag rennen? Serge Gnabry. Was genau der Bayern-Profi da bei seinem speziellen Torjubel umrührt, ist unbekannt. Sicher ist nur, es ist keine Hühnersuppe. Zumindest derzeit, denn Gnabry testet vegan. Freunde und Dokumentationen haben den Nationalspieler dazu gebracht. Wurstfabrikant Uli Hoeneß nimmt's mit Humor. Das habe die Umsätze stark zurückgeworfen.